love it when you're touching me. Yeah. I go crazy when you're touching me. Rio de Janeiro. Hier erfreut sich Rheinländer Dennis am Wetter, den guten Aussichten und dem Date mit seiner Favoritin Vanya. Hey baby. Thank you. Welcome. Meine Entscheidung ist, dass es die Vanya werden soll, die ich nach Deutschland einlade, mit der, wenn sie es auch möchte, was ich hoffe, dass sie es möchte, eine Partnerschaft eingehen. You're welcome. Thank you. Das war richtig toll. Da habe ich dann erstmal ein bisschen Sekt bestellt, haben ein Bierchen getrunken und da zischte dann noch mal einen mit. Es war sehr, sehr toll und das hat sie sowohl auch als ich sehr, sehr, sehr genossen. Und mit mehr und mehr Sekt und Bier gefallen sich auch Dennis und Vanya immer besser. You think I can get your boyfriend? Sorry? You think that I can get your boyfriend? Yes, I want to know you better. I want to talk to you better. Uh-huh. And maybe we can have a good relationship. I have also the feeling that I start here some. That I start loving you. Oh, that's so cute. And I want to ask you that you want to come to Germany to visit me. Yes. Ja, die Zahnspange bei der Vanya ist das kleinste Minuspünktlein. Ja, aber sonst ist das Paket Vanya perfekt. Im abendlichen Rio genießen auch Wahlberliner Walter und die 24-jährige Alina die Zweisamkeit mit Blick auf den Zuckerhut. Wie ich mit der Alina da so am Strand entlang gegangen bin, habe ich gedacht, Walter, du hast eine schöne, hübsche Freundin hier, die fährt auf dich ab, du verstehst dich gut mit ihr. Und das wollte ich halt jetzt nochmal von ihr hören. Also jetzt kam eben die Frage aller Fragen, ja, wie sieht es denn bei dir in deinem Herzen aus und so. Ah, so schön hier, gell? Muito lindo aqui. Ja, sehr schön. Ich habe diesen Ort gewählt, weil es ein Ort ist, der sehr gut ist für die Aussprache. Dieses sanfte Rauschen der Wellen, das ist so wie kurz vorm Schlafen gehen, das beruhigt dich. Und das ist ein idealer Ort, um jetzt mal, sagen wir mal, Dinge auszutauschen, wo es ein bisschen brenzlicher wird. Ja? Und was hast du für einen Eindruck von mir? Qual é a sua impressão de mim agora? Você quer me conhecer mais? Willst du mich mehr kennenlernen? Não, estou te falando que deu para te conhecer melhor um pouco. Ein bisschen besser noch, ja. Você vai ter outra oportunidade, né? Vielleicht komme ich zurück, ja. Talvez eu volte. Volte no Brasil? Ja. Für dich? Für dich? Ich komme für dich zurück. Ihr wollt pra você. Se ihr wollt, ihr wollt pra você. Aber ich höre so ein bisschen raus, dass du noch nicht so richtig verliebt bist. Io sto sentendo un poco che você ancora non è innamorata. Il tuo cuore non sta toccando? Agora? Sì. Ah, è molto cedo. Io costo conoscere meglio la persona. Ja, Walter, wir müssen uns erst näher kennenlernen. Ich kenne dich erst 24 Stunden und wir müssen das noch vertiefen und so. Aber du kennst doch schon sehr viel von mir, dass ich
temperamentvoll bin, dass ich gerne schätze, wenn eine Frau gut angezogen ist, dass ich mich gern unterhalte. Da ist auf einmal mir das Herz in die Hose gerutscht und ich war sehr enttäuscht. Só que é cedo, é muito cedo para dizer algo. Zu früh, um was zu sagen. Das hat Walter sich anders vorgestellt. Agora não sei. Ja, ich habe mich schon verliebt. Sie stand da neben mir und ich habe keine tiefere Gefühlsregung gespürt. Und denke, was ist denn jetzt los? Hat die Blockierungen oder was? Oder was ist in deinem Herzen passiert? Comigo. Ah, me senti bem. Du hast dich gut gefühlt. Você mostrou ser uma pessoa bem legal, cara. Dankeschön. Sincero, inteligente. Dankeschön. Agradável. Ja. Só que não é só isso, tipo, te conheci ontem. Und glaubst du, dass sich etwas Positives entwickeln kann? Quem sabe? Quem sabe? Ich precisa conversar mais, conhecer mais. Dann habe ich gedacht, okay, Walter, jetzt nimm mal das nicht so ernst. Jetzt mach mal irgendwas hier, was dir zeigt, wie es in dir aussieht. Walter will's wissen und lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Ja, mein Herz ist groß. Doch wird dieser Liebesbeweis Alina umstimmen? Make love your goal. Che você acha deste casal? Wie findest du dieses Paar? Che você acha deste casal? Esta coppia? Eu não consigo me apaixonar por uma pessoa em questão de horas. Ah, du kannst dich nicht innerhalb von ein paar Stunden verlieben, ja. Precisa assim. Mais. É, preciso mais conhecer tempo. Mais, preciso me impressionar mais. Ok, bei mir war es ein bisschen mehr. Eu já sinto muita coisa para você. Já estou apaixonada para você. Ich habe mich schon verliebt. Sie war sehr enttäuscht in dem Moment. Es schien mir so, wie wenn jemand dir herumredet oder sagt, ja, ich rufe dich an und in den nächsten Tagen und so. Und ich weiß es nicht. Es war irgendwie, wie wenn so ein bisschen die Luft raus gewesen wäre oder so. Okay. Ciao, Zinho. Vamos nos falando. Ja, dann. Ciao, Zinho. Obrigado. Fica com Deus. Ciao, obrigado. Ciao. I'm far away from home. And I've been facing this alone for much too long. Wenn man sich verliebt, dann richtig. Deshalb heißt es ja verknallt über beide Ohren. Und dann gibt es kein Wenn und Aber und vielleicht ein bisschen, ich muss dich erst besser kennenlernen. Das gibt es da alles nicht. Dann ist man einfach verknallt. Und wenn man sie anschaut in ihr Gesicht und so, sie ist nicht verknallt. Und dieses vielleicht, was sie sagt, vielleicht werden wir miteinander harmonieren, das reicht mir nicht, um nochmal nach Rio zurückzukommen oder es mit ihr fortzusetzen. Es ist für mich jetzt schon ein kleiner Schlag in die Magengegend. Walter will keine Kompromisse machen. Er sucht die perfekte Partnerin und wird als Single nach Hause fliegen. Doch seine Suche nach der Traumfrau ist noch lange nicht vorbei. Wenige Kilometer weiter ist die Romantik ungebrochen. Immobilienmakler Dennis und seine Vanya verbringen einen liebestrunkenen Abend und kommen einander immer näher. The ice is sweet, but you're more sweeter, darling. Oh, so sweet too. Ich fühle mich bei ihr sehr, sehr, sehr nah, sehr, sehr angezogen. Und es ist der absolute Traum. Wir kommen uns immer näher. Wir haben schon eine Vertrautheit. Ja. Du allein kannst mich verstehen.
are singing. Yes. Komm, sei mein Schokolädchen, du zuckersüßes Mädchen, rutsch näher an mich ran, dann knapper ich dich an. I don't understand, but I think it was beautiful. It was my song, baby. Nice. Oh, I'm sorry. Also bei der Fania gebe ich mir ganz besonders viel Mühe. Ich versuche jetzt nicht so laut zu lachen, ja, obwohl mir ja wirklich sehr, sehr schwer fällt, weil das kommt ja einfach so, das sprudelt so aus mir raus, gell? Und ja, versucht da schon so ganz gentlemanlike zu sein und ich glaube, die Strategie zieht auch ziemlich bei der Fania. I'm sorry, so a gentleman. It's okay, I understand. Yeah? Okay, you understand that it's good. Cheers. Cheers, darling. Oh, ups. Wow. Darling. Wow. Gentleman Dennis weiß natürlich sofort, was zu tun ist. Und Vanya nimmt ihn so, wie er ist. Thank you. You're welcome. I'm sorry, honey. Okay. Now you are perfect. Thank and about you. That, I think I'm start loving you. Oh, oh, you're so sweet, baby. God kiss. Yeah. Sie ist ein sehr, sehr lebenslustiger Mensch und sie mag mich sehr, dass ich halt eben sehr offen bin und auch sehr leidenschaftlich bin. Sie ist auch sehr leidenschaftlich. Hey, darling. Thank you. Make like this. Like what? Just like this. Would you dance? No, really. Oh, it's a little strange, no. Wait. I think it's too much, no? Would you run? No, I'm... And never look back. Oh. Would you cry? If you saw me cry. You're so funny. Oh, yes. Would you say my soul? Ich fahre jetzt wie ein kleiner Teenager nach Hause, ja. Ich habe Schmetterlinge im Bauch, ja. Die haben noch genug Platz da drin. Und ich hoffe, dass ich bald meine Fania in meinem schönen Köln empfangen darf. I hope I say every time with you together. Yeah, you're so sweet. Hold me in your arms tonight. Dennis und Vanya wollen sich wiedersehen. Doch ob aus der Brasilianerin und dem Rheinländer wirklich ein Paar wird, wird die Zukunft zeigen. I will stand by you forever. You can take my breath away.